sondern es geht gleich los. Das Thema des Vortrags ist Elektroschrott ungleich Müll. Wahnsinnig spannend, wie ich finde. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich persönlich sammle jedes kleine Kabel. Ich schmeiße nichts weg. Ich denke, mit allem kann man noch etwas anfangen und etwas draus bauen. Und Olaf baut daraus beispielsweise eine Rakete. Unter anderem. Also viel, viel Spaß und wir freuen uns. Danke. Ja, vielen Dank für die... Vielen Dank für die freundliche Anmoderation. Also mit jeder Kleinigkeit sammeln, schon gut davor. Ja, erstmal zu mir. Also, dass ich mal schon Raketen baue, das weiß vielleicht schon der eine oder andere hier. Ich habe schon auf dem Kongress gemacht. Aber zu dem Bezug auf Schrott. Also ich bin auf einer Autoverwertung aufgewachsen. Von daher hatte ich immer schon mal so ein bisschen Kontakt mit ja, Schrott, Recycling und ja, umweltfreundliche Geschichten und Weiterverwenden von Gegenständen. Und in meiner Nachbarschaft bin ich durchaus, kennt ihr von euch sicherlich auch, als etwas schräger Typ bekannt. Auch gerne der mit dem Müllgreifer durch die Gegend läuft. Also ich bin auch ständig dabei, wenn ich irgendwo spazieren gehe, zum Berger gehe oder sowas, habe ich eigentlich immer einen Müllgreifer dabei. Immer einen Müllbeutel. Danke. Nicht applaudieren, mitmachen. ja, und wie man sieht, C-Shepard, also die Jacke trage ich nicht nur, weil ich die total geil finde, auch damit die Leute nicht denken, ich muss irgendwelche Sozialstunden ableisten, wenn ich da so mit Müll sammle durch die Gegend laufe. Was mir dabei auffällt ist, ich finde dabei keine Geldscheine, ich finde dabei keine Pfandflaschen, ähnliches, nichts Wertvolles, immer nur irgendwelchen Müll. Woran liegt das? Pfandsammler stehen meistens früher auf als ich. Und ja, irgendwie haben die anderen Sachen doch noch Geld für die Leute. Das wird nicht einfach weggeschmissen. Also was ich dann stattdessen finde, sind dann... Test, Test, 1, 2, 3. Das Pferd frisst keinen Gurkensalat. Okay. Soll ich noch lauter reden oder irgendwie... Ich weiß, ich hab eine etwas undeutliche Stimme, ich weiß, aber... Also stattdessen finde ich haufenweise Flaschen, meistens irgendwie Schnapsflaschen, Dosen, Zigaretten. Was mich besonders stört, sind so E-Zigaretten. Die liegen einfach in der Natur und die gehören da einfach absolut nicht hin. Ja, und ich bin nun so alt, als ich noch Kind war, haben wir als Familie damals DDR-Flüchtlinge... Oh, geht das besser? Okay. Klasse, danke. Haben wir noch DDR-Flüchtlinge mit aufgenommen, waren Bekannte und kamen halt vorbei und sind geblieben. Waren erstmal nur die Eltern, später kamen die Kinder noch dazu. War dann der Familiennachzug, das wäre vielleicht nochmal so die eine oder nochmal eine Info für die. Ups. Nochmal eine Info für diejenigen, die so in den neuen Bundesländern leben und irgendwie immer Ausländer oder auf Flüchtlinge schimpfen. Ist nicht so lange her. Aber diese Flüchtlinge, die haben mir derzeit auch von dem Zero-System in DDR erzählt. Da wurde damals einfach mal alles Mögliche eingesammelt. Meistens waren es die Kinder, die dann eben Papier, Flaschen und so weiter und so fort gesammelt haben. Da gab es weniger Müll, sicherlich auch, aber dafür, wofür es Geld gab, ne, wurde eingesammelt. Und ich fand das System eigentlich grundsätzlich gar nicht schlecht. Wenn man einfach mal für seinen Müll Geld kriegt. Weil das sind nun mal Rohstoffe. Und der Vorteil dabei war, die Leute haben natürlich den Müll auch sauber sortiert, weil die mussten das irgendwo an der Ausgabe- oder an der Annahmestelle abgeben. Die haben da nicht irgendwelchen Kram da reingepackt, da waren nicht irgendwie Tierkadaver oder sonst was dazwischen. Die haben sauber gestapelte Papierpakete abgegeben und ausgewaschene Flaschen und sowas. Das konnte man wunderbar wieder recyceln. Ja. Aber warum wurde denn gesammelt? Zuge der Umweltschutzes? Nicht so sehr, ne? Das war einfach Rohstoffmangel. Wir hatten ja nichts. Okay, kommt gleich noch was.
Nach der Grenzöffnung fiel der damalige Umweltminister Klaus Töpfer von der CDU das eigentlich auch für ein ganz klasse System, wollte das auch einführen. Aber irgendwie kam da so ein Kredit, ich hab's nicht mehr ganz auf der Reihe, aber irgendwie so ein Kreditbetrug, Finanzskandal irgendwie zustande. Also gibt halt Parteien mit Tradition. Und zudem wurden wir natürlich immer mehr mit Einwegverpackungen konfrontiert. Dein Dodder kennst du vielleicht noch. Und das waren Riesenschwämme. Es war nicht mehr on vogue, irgendwelche wiederverwendbaren Verpackungen oder so zu nehmen. Milch kam nicht mehr in Flaschen. Also ich bin so alt, ich kenne nicht mehr die, oder so jung, ich kenne nicht mehr die Milchkannen selbst. Damit haben wir keine Milch mehr transportiert, aber ich kenne auch die Milchschläuche. So kennt ihr vielleicht auch noch der eine oder andere. Das war noch relativ wenig Müll, fand ich. Also inzwischen diese Tetra-Packs, ich finde die nicht so clever. So, aber dann wird natürlich das Problem, wohin mit dem ganzen Kram? Zack, ab auf die Deponie damit. War damals völlig normal. Wurde auch irgendwo mal ein Loch gebuddelt, reingeschmissen, weg war es. Also aus den Augen, aus dem Sinn. Auch heute noch, das habe ich letztens so gefunden, als ich eine Rakete wiederfinden wollte. Irgendwo mal durch den Wald gelaufen, zack, hast wieder eine illegale Mülldeponie gefunden. Kann natürlich nicht im Sinne des Erfinders sein. Und das hat sich auch die Politik dann irgendwann gedacht. Und die sagten sich, da gibt es doch, führen wir mal das duale System ein, Reststoffhöfe. Und als Konsument hat man jetzt das Ding, dass man nicht nur einmal bezahlt, sondern zweimal bezahlt. Man bezahlt es einmal für das Produkt selbst und dann nochmal für die Entsorgung. Und irgendwie schräg. Das motiviert auch keinen so richtig zu sammeln. Ich meine, vor allem, wenn man irgendwie an so einem Resthof war und ein bisschen Teerpappe entsorgen wollte, ich kann mir auch die eine oder andere Motivation vorstellen, das Zeug einfach in den nächsten Knick zu werfen. Aber trotzdem, warum sollten wir sammeln und recyceln? Ich habe mal so ein paar kleine Beispiele dazu. Wo kommen die Rohstoffe überhaupt her und welchen Aufwand betreiben wir eigentlich dafür? Also einfach mal als Beispiel Aluminium. Wird aus Bauxit gewonnen. Das findet man hauptsächlich im Tropengürtel unseres Planeten. Ist ungefähr 4 bis 6 Meter unter der Oberfläche zu finden. Also was macht man? Einmal Urwald abrasieren. Die Humusschicht ist ja nur so dick, die trägt man dann ab und noch mit anderen Kram und holt sich das Bauxit raus. Danach pflanzt man natürlich die Wälder alle wieder an, wieder Aufforstung und funktioniert bestimmt super. Also ich bin da total überzeugt von, dass das klappt. So, und dieses Bauxit wird über eine Schmelzelektrolyse gewonnen, sprich, da wird eine Menge Strom reingesteckt. Aber wisst ihr denn ungefähr, weiß jemand, wie viel Aluminium man so aus so einer Tonne Bauxit rauskriegt? 70 bis 100 Kilo ist gar nicht schlecht. Also vom Verhältnis her zu anderen Materialien gar nicht so übel. Aber wie viel Strom brauchen wir denn dafür? Circa 15.000 Kilowattstunden. Also wenn ich so unseren 4-Personen-Haushalt angucke, da sind wir bei 4.500 Kilowattstunden im Jahr. Für so eine Tonne Aluminium 15.000. Und wie viel Tonnen wir denn so produzieren, ist schon nicht ganz ohne. Dann gucken wir uns das mal für Kupfer an. Ich meine, da werden Löcher gebuddelt. Also Hambacher Forst, hier unser Braunkohleabbau ist ja fast eine Pfütze dagegen. Ich sag mal, wenn das jetzt irgendwo in der Wüste in Australien ist, ist es natürlich nicht so schlimm wie in Hambacher Forst, muss ja nicht sein. Da das gleiche Spiel, wie es das Gewinnung aus Verhüttung, das wird eben auch heiß gemacht. Was bekommen wir da aus so einer Tonne Erz? 6 bis 10 Kilo. Muss man schon eine Menge für abbauen, um da mal so sein Haus zu verkabeln. Wie viel Energie verbrauchen wir pro Tonne? 52 Kilowattstunden. Das geht noch, sag ich mal. Das kann man noch machen. Wie sieht denn das Ganze bei Gold aus? Nicht schön, finde ich. Also durch den enorm hohen Goldpreis inzwischen haben wir jetzt so eine Goldgräberstimmung, dass immer mehr Abbaugebiete aufgemacht werden, wo dann mit Quecksilber und Arsen das Zeug aus dem Boden rausgewaschen wird. Nicht optimal für die Umwelt. Also Böden und Flüsse werden damit bis in alle Ewigkeit verseucht. Wie viel bekommen wir da pro Tonne Erz raus? Hat jemand eine Vorstellung, eine Schätzung?
Ein Gramm pro Tonne. Ist natürlich klar, ist die Frage, wo man es herholt, aber ist nicht optimal. Und was mich selbst erstaunt hat, also ich weiß nicht, ob die Zahlen stimmen, ich habe das nicht so recherchiert, ich war selbst völlig platt. Es ist beängstigend. So, und das ist natürlich alles in irgendwelchen Ländern, der Urwald und ähnliches. Sprich, die Industrienationen gehen hin, holen die Rohstoffe raus, lassen den verseuchten Boden und Krankheiten und Gift alles da. Also ist nicht so schön. So, und was machen wir denn aus den Rohstoffen? Mal ganz abgesehen von diesen Materialschlachten, Kriege und so weiter und so fort, wo wir uns gegenseitig mit für irgendwelchen sinnlosen Scheiße die Köpfe wegballern. Ja, sonst haben wir da irgendwelche China-Gadgets oder Tüdelkram, Einweg-E-Zigaretten, mein Lieblingsding. Zeugs, was direkt nach der Garantie bei uns im Repair-Café auftaucht. So viel nochmal zu den E-Zigaretten, die habe ich dann auch so, wie gesagt, in der Wildnis gefunden. Gehört da nicht hin, da ist ein Lithium-Ionen-Akku drin. Diese Lithium-Ionen-Akkus für die E-Zigaretten, nur für diese E-Zigaretten, was da verbraucht wird, da kann man 15.000 E-Auto-Akkus rausbauen. Das kann nicht angehen, dass die einmal für 200 Züge verraucht werden und dann im Müll landen. Also ich könnt ihr euch gerne daran beteiligen. Ich mache es immer so, dass ich, wenn ich beim Einkaufen diese Dinger sehe an der Kasse, nerve ich jedes Mal die Verkäuferin und sage, wie werden die Dinger denn eigentlich entsorgt? Ich nerv die so lange, bis sie die Dinger aus dem Programm nehmen. Also ich hoffe, dass irgendwann die EU auch ein bisschen dazu beiträgt, dass da ein Gesetz gegenkommt, aber das ist für mich eine Katastrophe. Und auch sonst, was da mal produziert wird. Ich sag mal, ihr kennt das vielleicht, Notebooks, diese Billo 299 € Notebooks. Es wird ja der gleiche Rohstoff im Prinzip reingesteckt wie für ein vernünftiges Notebook. Das Ding ist aber im Prinzip schon fast ab Produktionsdatum nicht mehr zu gebrauchen und kann im Prinzip gleich wieder in den Müll. Also der einzige Unterschied sind ein paar Milligramm Silizium. Mehr ist das nicht. Und ist für mich gruselig, wenn sowas produziert wird. Und ich muss auch sagen, gerade bei solchen Geschichten, ich würde am liebsten in so einer Entwicklungsabteilung bei den Leuten daneben stehen, die sowas ausdenken, immer mit der Fliegenklatsche. Und immer, wenn die wieder so einen Dönigens im Kopf haben, immer mit der Fliegenklatsche, füllen auf den Finger rauf, immer drauf kloppen. Wenn die gar nicht wieder weiter so einen Mist da bauen. Oder ne, was man im Repair-Café immer findet, Bluetooth-Box in dem Fall, wie man es da rechts sieht, verklebte Platine. Das, was wo der Kleber nicht gehalten hat, war der Akku. Kind kam bei mir an und sagte, guck mal, da klödert. Ich sag, hör das mal auf, hör mal auf mit dem Schütteln. Das kann unter Umständen böse ausgehen. Ja, aber so ein Kram reparieren ist natürlich ein Riesenaufwand. Heiß machen, rausziehen und sowas ist gelungen, aber ist blöde. Mit ein paar Schrauben wäre es vielleicht schöner gewesen. Aber ist nicht Thema dieses Vortrags. Ich reg mich hier nur auf, das lassen wir lieber. So, dann vergleichen wir das mal, wie das ist bei Aluminium zu E-Schrott. Also wenn wir das aus Bauxit, aus dem Boden rausholen oder aus dem Elektroschrott rausholen. Da wird dann pro Tonne 150 Kilogramm. Ist natürlich je nachdem, was man für einen Schrott da hat. Bei Kupfer sieht das schon recht gut aus. Da sind immer viel Kabel, Kühlkörper und sowas drin. Gold ist eigentlich noch am besten dabei, weil wir haben so viele Kontakte vergoldet und sowas. Das lohnt sich da schon noch, seine Smartphones oder sowas zum Recycling zu bringen. Beim Kupfer ist es übrigens so, wir müssen die Hälfte aus dem Recycling holen, weil wir gar nicht so viel aus dem Boden rauskriegen, wie der Bedarf ist. Gerade jetzt mit den erneuerbaren Energien und so weiter, die Elektromobilität, die E-Autos, wenn wir das nicht aus dem Recycling holen, haben wir zu wenig, ganz eindeutig. Und der Energieaufwand, ne, die 15.000 Kilowattstunden bei Aluminium, ich frage mich immer, warum das so günstig ist, das Zeug. Achso, links das, wie es aus dem Boden kommt, wenn wir das aus Erzen und so gewinnen, und rechts ist, wenn wir es aus dem Elektroschrott gewinnen. Das ist so grober Daumen, was im Elektroschrott ist, ja immer die Frage, was man denn entsorgt. So, bei Aluminium 15.000 Kilowattstunden fürs Raus- und aus dem Bauxit im Gegensatz zu 750 Kilowattstunden. Also wir sparen ungefähr 95%, 97%
beim Aluminium Recycling. Also das lohnt sich schon. Also auch wirklich jede Kleinigkeit an Aluminium zu sammeln. Kupfer ungefähr die Hälfte. Gold immer noch recht ordentlich, aber deutlich was weniger als aus dem Erz herauszuholen. So, wo bekommen wir unseren E-Schrott her? Wie schon sagtest, sammeln. Entweder aus eigenen Quellen oder eben jetzt, wenn man, so wie ich im IT-Systemhaus arbeitet, es kommen goldene Zeiten auf Schrottsammler zu. Wir stellen um von Windows 10 auf Windows 11 und da wird eine Menge Zeugs rausfliegen. Es sind also entweder stellen wir es auf Linux um oder müssen halt den Kram vernünftig recyceln. So, Repair-Café Hackspace, mal aufräumen, kennt jeder. Da liegt immer ein Haufen Zeugs rum, was immer mal irgendjemand verwenden wollte. Sammeln, Schulen, Unternehmen, Umfeld, wo man irgendwas kriegt. So, was haben wir denn für Schrottsorten? Wie bereiten wir die für die Verwertung auf? Also zum einen haben wir da, also es gibt unendlich viele Schrottsorten. Also es ist auch abhängig von dem Schrotthändler. Egal. Also ich dachte immer, das wäre irgendwie standardisiert oder sowas. Aber gehst du zu einem Schrotthändler, sagt er das eine, sagt er Platine A, der nächste Schrotthändler sagt, nee, das ist Platine B, der nächste sagt, das ist Platine PC. Ich war schon mal froh, dass ich überhaupt einen gefunden habe, der Platinen annimmt. So. Wenn wir so eine Platine haben, was machen wir damit? Habe ich Präsente hier oder so? Nee, ne? Naja. Roter Pfeil um die Sockel herum und sowas. Also erstmal das ganze Eisen runter, Eisenschrott, Alu runter, Aluschrott und die Knopfzellen sollten auch noch runter und separat entsorgt werden. Dann kriegt man gleich viel mehr beim Schrotthändler dafür, weil er den Kram nicht selbst runterpulen muss. Das lohnt sich schon. Ja, ich weiß, es sieht ein bisschen nach Kinderarbeit aus. Ich mache sonst diverse Kurse mit Robotern und Raketen bauen an Schulen und sowas und irgendwann sprach mich ein Kunde an, sag mal, du machst da irgendwas mit Kindern und sowas da und ich habe hier noch so viele Computer, hast du eine Idee? Ich so, boah. Aber da ich selbst schon immer wieder Computer auseinandergenommen habe und zerlegt habe, habe ich gedacht, vielleicht wäre das was. Und wir machen das jetzt so, dass wir eben Zeugs nehmen, versuchen zu reparieren, was wir nicht repariert kriegen, das zerlegen wir und ja, packen das in die Schrottkategorien, wo es reingehört und bringen das dann zum Schrotthändler und für das, den Obolus, den wir dann da kriegen, das geht dann in den Förderverein der Schule und so sind alle glücklich. Aber ansonsten, ich sag mal, so kann man Kinderarbeit machen, das geht schon. Die haben einen riesen Spaß daran, den Kram auseinanderzunehmen, also die unendlich viel Geduld, den Kram auch in kleinste Teile zu zerlegen, wunderbar. So, was denn nicht so schöne Platinen sind so die Netzteildinger. Da ist nicht so viel Krams dran. Das Problematische ist da, das Aluminium runterkriegen. Da muss man schon ein gutes Werkzeug haben, ein bisschen Kraft anwenden und sowas, um den Kram da runter zu pulen. Rauslöten und so hatte ich jetzt nicht gemacht. Das ist dann doch irgendwann nicht mehr ganz so lohnt. So, was haben wir denn da für Kategorien? Wie gesagt, bei jedem Händler anders, aber RAM-Module gibt es ja inzwischen nur mit der Goldkante, wie die Gardinen früher. Ja. 30 bis 35 Euro pro Kilo, das ist schon nicht schlecht. Also wenn man da mal so einen Satz PCs kriegt und die Dinger schön beiseite legt. Wie gesagt, bei jedem Schrotthändler ein bisschen anders. Hier könnt ihr euch das durchlesen. Goldkontakte für die Cs, die alten Großrechenanlagen und sowas, die haben natürlich richtig was gebracht. Je älter der Kram ist, desto besser. Also ab 2000 war so ein Knick, kann man sagen, so 478er Sockel. Ab da gibt es nicht mehr ganz so viel. Früher war das Gold halt günstiger, das haben wir auch nicht reingebaut. Das war eigentlich eine gute Kapitalanlage, damals PCs zu kaufen und einzulagern. Will ich auch gleich noch sehen, wenn es um die CPUs geht. Ja, und dann gibt es da eben auch die normale Platine. Das ist dann ist wirklich Definitionssache. Und ich sage euch, das lohnt sich auch nicht, mit dem Schrotthändler sich lange anzulegen oder zu diskutieren. Sortiert den Kram nur möglichst sauber voneinander. In die Kategorien, die ihr meint, zur Not schmeißt ihr den Kram zusammen. Der Schrotthändler sagt gegebenenfalls, Platine, zack, und macht da nicht viel von. Und gegebenenfalls eine schlechtere Kategorie. Wenn es euch nicht passt, zum nächsten Schrotthändler fahren, aber ja, meistens geht's. Die sollen ja auch was verdienen. So, bei Aluminium oben rechts, da habe ich ja schon mal sauber sortiert, sauber getrennt, so muss das aussehen. Dann kriegt der Schrotthändler schon leuchtende Augen.
Links oben, da ist noch ein Lüfter drauf, der muss abmontiert werden, aber ansonsten, das sind Lüfter, ist Zerlegeschrott, habe ich festgestellt. Ansonsten, purer Alu-Block ist natürlich super. Was ich noch nicht getrennt gekriegt habe, ist so ein eingepresster Kupferkern in Aluminium. Vielleicht hat da jemand einen Tipp, aber ich habe da schon drauf rumgekloppt wie irre und sonst was. Ich kriege den Scheiß nicht auseinander. Aber dann ist eben Alu-Kupferschrott, gibt es 3 Euro für, um und bei. Die Schrotthändler kennen das schon von den Klimaanlagen und sowas, weil da auch sehr viele Kupferrohre eingefasst sind von Aluminiumlamellen. Und ja, wenn man das Kupfer direkt rauskriegen könnte, hätte man blankes Kupfer, dann nennen die auch Kerze. Das ist so der, ja, im Prinzip das Gold der Schrotthändlers. Da sind die alle scharf drauf. Also dann kriegen sie wirklich leuchtende Augen, freuen sich wie die Könige. Wenn die sowas sehen, dann könnt ihr auch mit allen anderen Schrott bei denen ankommen. Das kriegen die immer schon mit verwurstet. Aber Hauptsache, ihr habt Kupfer dabei. Ja, wenn ihr Kabel habt, schneidet die Stecker ab, bringt gleich deutlich viel mehr. Und die Stecker, die könnt ihr dann später nochmal separat entsorgen. Woran erkenne ich, dass der Kupferpreis gerade günstig ist oder gut ist für mich, dass er hoch ist? Genau, Clown vor Kupfer. Wenn an den Kirchen und all die Märkten die Dachrinne fehlen oder die Bahn nicht mehr fährt, weil Kabel geklaut wurden, dann ist der Kupferpreis super gut. Dann lohnt sich das, sein Kabel zum Schrotthändler zu bringen. So, CPUs, wie gesagt, wenn man das so anguckt, ein paar alte CPUs, ein Karton voll, schon ganz geil. Ich meine, klar, so ein Kilo CPUs zusammenzukriegen ist schon eine Herausforderung, aber damals die alten Dinger, die hatten ja tatsächlich noch Keramik, die hatten auch richtig Gewicht. Also das ist, und auch mit diesem Golddeckel und sowas drauf, die waren schon echt geil. Aber danach wurden die Prozessoren irgendwie, naja, ist auch, wie gesagt, sehr tagesformabhängig von dem Schrotthändler, von dem Weltmarkt. Bei den CPUs hauptsächlich der Goldpreis, aber sammeln lohnt sich. Hier habe ich einfach mal so ein altes Notebook auseinandergenommen, weil es so kategorisiert für die Schüler auch zu zeigen. Lol, okay. Oben links, klar, RAM-Module, dann die normalen Platinen, die da sonst so drin hängen. Alu, Kupfer, Kupferkabel und Eisenschrott. Also Eisenschrott sind die Schrotthändler normalerweise, also wenn man nur den Kram anbringt, wollen die gerne, dass man da 200, 300 Kilo anschleppt, bevor man da überhaupt angenommen wird. Ja? Die wird dann entsprechend zerlegt, chemisch sicherlich behandelt, dass das Gold da rauskommt, dass das Gold wieder verwendet wird. Denn, wie du gesehen hast, Gold so aus dem Boden rausholen ist nicht immer die schönste Sache. Also kann es sein, dass es die nächste Zahnfüllung wird oder nächste Ehering oder die nächsten Kontakte damit beschichtet werden. So, dann haben wir hier noch so eine Festplatte zum Beispiel. Das ist unscharf. Ja, und links das Gehäuse selbst, sind ungefähr 200 Gramm pro Festplatte. Die Datenträger selbst sind auch übrigens aus Aluminium, das ist nur beschichtet. Dann nehme ich dann, da sind auch Neodym-Magneten drin, die klatsche ich ganz gerne mal auf die Dinger drauf, dann sind die Daten auch wirklich weg. Also, wenn sie ausgebaut sind, sind sie eh schon gelöscht, aber sicher, sicher. Dann haben wir da über den Gehäusen selbst die Motoren, noch die Kupferspulen dazu. Das ist so Generatorschrott, meistens nennen die das. Unten rechts die Platinen, die sind recht hochwertig bei den Festplatten. Oben rechts haben wir dann eben den Eisenschrott. Und die Schreibleseköpfe, die bringe ich meistens Paula mit, die macht immer ihren postapokalyptischen Schmuck aus dem Kram. Die ist auch sehr dankbar Abnehmer für den Kram. So, Stecker, wie ich schon sagte, abschneiden. Die kann man dann gerne nach Goldkontakt und Nicht-Goldkontakt sortieren. Da kriegt man auch nochmal separat Geld für. Was haben wir da so an Sorten? Also Stecker mit vergoldeten Kontakten als
70. Eisenmetallisch Mischschrott, ist immer die Frage, ob das überhaupt lohnt, loszufahren. Elektromotoren, Trafos, 60 Cent bis 1 Euro. Und Bleiakkus ist immer ganz klasse, wenn man jetzt eine alte USV oder sowas zu entsorgen hat. Da ist zum einen ein dicker, fetter Trafo drin, der richtig viel Gewicht hat. Und Bleiakkus, das ist schon mal nicht schlecht. Also. Vor allem bei Bleiakkus, man braucht wenig Lagerplatz, haben eine hohe Dichte, das schockt. Und der ganze andere Kram, so Lüfter und der ganze Klöderkram, das ist, geht bei den Schrotthändlern unter Zerlegeschrott, kriegen wir auch noch was für und man ist den Kram los. Ich habe hier mal so ein paar Beispiele mitgebracht, von dem, wo ich das mal weggebracht habe. Da war das dann zum Beispiel so, dass gerade ein paar Lampen ausgewechselt wurden bei uns, Vorschaltgeräte, das sind im Prinzip Trafos, also mal wird es als Generatorschrott, mal das Trafo, mal als Vorschaltgerät klassifiziert. Muss man flexibel sein. Aluminium, ne, mal 16 Kilo Kabel, ja. Und das lohnt sich dann auch. Und ich sag mal, ich mache das immer Samstagmorgen, schnell mal zum Schrotthändler, danach zum Brötchen holen und ja. Elektromotoren, ja, das waren auch Vorschaltgeräte übrigens. Da haben wir mal ein paar mehr ausgewechselt und also ist jetzt ja diese ganze Umrüstung von Neonröhren auf LED. Da sind überall Vorschaltgeräte in den Dinger drin. Die packt euch mal schön beiseite. Das ist schon nicht schlecht. Auch die Reflektoren sind Aluminium. Total geil. Ja, das ist noch so ein weiteres Beispiel. Einfach mal so ein bisschen auf sich wirken lassen. Das war eben das, was wir in der Schule erwirtschaftet haben. Der Förderverein hat sich herzlich bedankt. So, wie unterscheiden wir denn diese Metallsorten? Das wichtigste Utensil eines jeden Schrotthändlers ist so ein Magnet. So Neodym-Magnet irgendwo. Ich hatte das gehabt, ich habe mich echt gewundert, diese Festplattendeckel habt ihr ja gerade eben gesehen. Die sind ja mal aus Eisen, mal aus Aluminium. Dachte ich auch so, Mensch, er hatte so einen Deckel von der Festplatte in der Hand. Er hat sich an den Hintern gehalten. Ich denke, was macht der denn da? Er hat immer einen Magneten in der Tasche gehabt und wusste sofort, ist Eisen oder ist nicht Eisen. So, dann gibt es noch den Kratztest für Kühlkörper oder ähnliches, wenn man nicht weiß, so oder irgendwas in der Hand hat. So. Ich sag mal, wenn es Block ist, kannst du es am Gewicht unterscheiden, klar, aber wenn du da irgendwie so eine Struktur hast, Kühlkörper oder sowas, da fragst du ja manches mal so, ist das jetzt Alu, ist das Eisen, ist das sonst irgendwas? Mal drüber kratzen, Blei zum Beispiel wird komplett blank, wenn man drüber kratzt, das graut dann aber relativ schnell nach, wenn das wieder in der Luft oxidiert. Ja, geschultes Auge ist auch manchmal ganz wichtig und einfach wissen, wo das Zeug herkommt. Wenn man seine PCs auseinanderschraubt, dann weiß man ungefähr, was da drin steckt. Wenn man jetzt irgendwelche anderen Sachen auseinander nimmt. Selbst ein Bekannter von mir, der selbst Schrottexperte ist eigentlich, der macht das in seinem, er sammelt Schrott und repariert Autos und so weiter und so fort. Ist so ein Lebenskünstler. Hat so eine Werkstatt, einen Bollerofen drin und wenn er im Winter seine Werkstatt damit aufheizt, dann ist er auch ganz gerne dabei und schmilzt das Aluminium zu schönen Barren da drin. Das bietet sich ja an. Und auch er hatte mal das Ding gehabt, dass er versehentlich Aluminium mit Magnesium verwechselt hat. Also er wusste sofort, wo Spalten im Ofen war, weil das hat die ganze Werkstatt erleuchtet. Auf jeden Fall war die Temperatur hoch genug. Und hell genug. Ja. Gut, was haben wir für Gefahren, wenn wir so ein Kram auseinandernehmen? Also ich mache das ja mit Kindern, da muss man ein bisschen aufpassen. Also wenn wir jetzt alte Mikrowellen oder sowas haben, also die ganz alten Dinger, die hatten in Magnetron noch Berylliumoxid drin. Und das ist hochgiftiger Zeugs. Da sollte man nicht dran rumkratzen oder sonst was, dran rumfuhrwerken, zerbrechen oder so. Das ist nicht nett. Denn bei so alten Bildschirmen, das ist auch schon LED, oh, weiß nicht. Da sind noch für die Hintergrundbeleuchtung Röhren drin, so ganz dünne, kleine Röhren. Das ist im Prinzip wie Neonröhren, aber das Quecksilber drin. Das willst du auch nicht unbedingt in Kinderhänden haben. Akkus, wenn ihr
noch weiter Geschäfte mit eurem Schrotthändler machen wollt, entladet die Dinge nach Möglichkeit und klebt die Kontakte ab. Nicht, dass der Wertstoffhof da abbrennt, eure Einnahmequelle versiegt. Toner ist klar, wenn mit Laserdrucker oder mit Kindern keine Laserdrucker zerlegen. Das ist eindeutig, denke ich. So, und Steuer, also bis zu 600 Euro könnt ihr steuerfrei einfach so im Jahr abgeben, ohne dass da was kommt. Wenn ihr jetzt mehr abgibt, also habt ihr separat Einnahmen und dann müsst ihr das wieder steuerlich angeben. Also bis 600 Euro habt ihr freie Fahrt. Ja, siehst du, das war's eigentlich auch schon. Meist gibt's Fragen. Ja. Jetzt. Wenn man über 600 Euro hinbringt, ja. Also man muss seinen Ausweis abgeben, man wird notiert und das wird sicherlich auch von dem Schrotthändler an das Finanzamt übermittelt. Okay, und was ist, wenn man jetzt einmal als Privatperson geht und einmal als Vertreter einer lokalen Vereinigung? Wäre eine Möglichkeit zum Beispiel. Also ich wollte fragen, ob das noch nicht so. Bisher ging das immer so. Muss dann direkt nochmal gucken, was ich letztes Jahr abgegeben habe, ob das über die 600-Euro-Grenze gekommen ist, aber bei in dem Bereich bin ich hoffentlich noch geblieben. Sonst noch Fragen? Achso. Eine Runde. Achso, Entschuldigung. Genau. Vielen, vielen Dank für diesen wirklich wertvollen Vortrag, voller wertvoller Details. Genau. Die Fragerunde hat sich ja schon von alleine eingestellt. Macht ja auch nichts. Wunderbar, vielen Dank. Ich habe hier ein Mikro für eure Fragen. Und zwar hast du dich als nächstes gemeldet. Bitte schön. Also die haben wir bei uns auf dem flachen Land nicht. Also ich weiß von einem Entsorger, der beim Sperrmüll gearbeitet hat. Das ist ja immer die Sache damals mit den Bildröhren. Wenn die implodieren und so weiter und so fort. Ich kenne da diese Schulungsvideos und sowas, wo man dann da mit Schutzanzug, mit langem Stab, extra separater Raum, ganz vorsichtig hinten diesen Nupsen da von der Bildröhre abknipst und sowas. Und dann habe ich mal meinen Kumpel gefragt, ich sage mal, wie macht ihr das denn? Ganz einfach, Eintritt hinten gegen die Abdeckung, Eintritt hinten an den Hals von der Neonröhre, dann sie entladen und gut ist. Und dann nochmal Eintritt für die Kupferspule, die Ablenkspule, die da hinten drin ist. Die ist nämlich wertvoll. Und da gehen sie auch meistens drauf los. Und jetzt habe ich die Erfahrung, habe ich auch mal vor etlichen Jahren gemacht bei uns in der Firma. Da haben wir das auch immer so gehabt, dass wir mal Schrotthändler, also fliegende Schrotthändler gehabt haben, der einfach mal vorbeigeguckt haben und gefragt haben, hast du Schrott für mich? Und manchmal hat man dann auch einen kleinen Obolus dafür gekriegt. Meistens war man froh, dass man den Kram weg los ist. Da war mal ein neuer Schrotthändler, den ich noch nicht kannte. Haben wir da auch ein paar Monitore mitgegeben. Da war das Problem, ein paar Tage später rief die Polizei an und sagte, sag mal, wieso liegen hier Monitore mit euren Aufklebern im Graben? wisst ihr da was drüber? Das war ein bisschen blöd. Die haben wirklich hinten nur die Kupferspulen rausgerissen und den Rest im nächsten Kindeck entsorgt. Also von daher bringt die Kram lieber selbst zu Schrott. Man weiß nicht, was da für fliegende Händler sind. Aber wenn der Kram, ich sag mal, das ist ja Geld nicht auf der Straße, denn in Berlin. Sammelt den Kram ein. Also was ich für ein Problem mit den Wertstoffhöfen auch habe, ist, man kann da was hinbringen, aber man kann nichts rausholen. Ich wollte letztens für meinen Schülerkurs einmal, da sagte ein Schüler, Mensch, ich würde ganz gerne mal einen Fernseher reparieren. Da habe ich gesagt, ich frage mal beim Recyclinghof nach. Da stehen containerweise voll mit Fernsehern. Ich kriege jedes Mal die fast schon Tränenausbrüche, wenn ich sehe, was da drin steht. Ich weiß ja genau, die Hälfte davon könnte ich ohne Probleme reparieren. Statt den Kram ins Verkaufsfach zu bringen, wird es einfach weggeschmissen oder eben auf die Straße gestellt. Also entweder reparieren, wenn es geht, oder eben entsprechend sauber entsorgen. Problem bei den Panels, bei den großen Dingern sind natürlich die Panels und sowas, dass man die irgendwie entsorgt kriegt. Aber ich weiß nicht, ob man die auf den Wertstoffhof abgeben kann. Da experimentiere ich auch noch drum. Gut. Hier steht ein bisschen Mute, ne? Also ich weiß nicht, ob
Ach so. Dankeschön. Gut. Die nächste Frage kommt hier. Danke sehr. Ah ja. Gut, es darf nicht. Ah, perfekt. Genau. Meine Frage ist, wie findet man Schrotthändler am besten? Also ich meine, gut, der einfachste Ansatz wäre Schrotthändler, weiß nicht, Heimatstadt eingeben, aber was ich halt finde, ist nur der Wertstoffhof. In meinem Fall Ilmenau. Und ich weiß nicht, wo es sonst noch welche gibt. Vielleicht weißt du da was, gibt es da irgendwelche Verzeichnisse, wo sich Schrotthändler eintragen müssen, dass man das einfacher findet oder sowas? Also bisher, gut, ich kannte die von früher und wusste ungefähr, wo es hingeht. Im Internet findet man wenig darüber. Also meistens haben die im Prinzip eine Visitenkarte im Internet, wenn die überhaupt irgendwie sowas wie Internets haben. Das ist eher knapp. Einfach ein bisschen rumfahren. Also ich bin ganz froh, ich habe im Dorf weiter zwei Schrotthändler sogar. Gegebenenfalls ein bisschen durch die Landschaften fahren oder Google Earth gucken, wo liegen Schrottberge. Also den einen Schrotthändler kann ich dadurch, dass in der Nähe ein Flugplatz ist, bei dem bin ich ganz gerne mal mit dem Segelflieger mitgeflogen. Und die beste Thermik ist über dem Schrott, weil der sich ordentlich aufheizt, aufsteigende Luft. Von daher, den Schrottplatz, da wusste ich ganz genau, wo der ist. Da ist die Luftaufnahme. Sehr gute Hinweise, Dankeschön. Vielen Dank. Haben wir noch eine Frage zum Thema? Ja? So, bitteschön. Vermutlich auf den gleichen. Was ist so ein Lithium-Akku-Wert, der in so einem Leihroller rumfliegt? Ich habe gehört, man kommt da leicht dran. Leihroller? Also das sind relativ große Dinge, irgendwie so Größenordnung 15 Amperestunden mal 48 Volt. Wow, also das, was ich immer noch finde bei dem Schrotthandel, ist, dass tatsächlich Lithium aufgekauft wird. Ich habe, also Neodym habe ich noch ein Problem, das kennen die Schrotthändler irgendwie nicht so. Habe ich aus kiloweise aus Festplatten rausgerufen, aber kennen die Schrotthändler nicht. Und Lithium-Akkus, wo ich auch immer sage, das ist doch eigentlich ein Wertstoff, aber ich habe noch keinen Schrotthändler gefunden. Also wenn ihr einen Schrotthändler habt, also wir können das auch gerne austauschen, wenn ihr irgendwie Leute habt, was gefunden habt, gerne. Denn ich habe da nämlich auch noch eine Frage. Wohin mit Kunststoff? Wenn ich jetzt Gehäuse oder sowas zum Monitor zerlege, das ist pur reiner ABS-Kunststoff. So, ich suche einfach noch Abnehmer für den Kram. Also als auf einer Autoverwertung aufgewachsen, kenne ich das eigentlich so für den Schrott. Du musst eigentlich nur eine ausreichend große Menge von irgendeinem Material haben und du findest auch Abnehmer dafür. Aber es gibt doch diese 3D-Drucker-Filamenthersteller. Kann sein, dass die sowas gebrauchen können. Das wäre natürlich eine Idee, ja. Okay, also wenn du einen kennst, ähnlich wie beim, ne, wofürigen Schrotthändler, genauso suche ich da die Altstoffhändler für hauptsächlich Kunststoffe oder eben Lithium-Akkus. Weil es ist mir zu schade, den Kram so wegzugeben. Das, ja. Wahnsinnig interessant. Da gibt es bestimmt noch mehr Fragen dazu. Ich bin mir sicher, wer möchte. Wenn später welche einfallen, könnte ich mich auch überall ansprechen hier. Irgendwo renne ich hier meistens rum. Ja, okay. Gut, vielen Dank. Ach so, hier haben wir doch noch eine Frage. Moment. Wie lange sitzt du eigentlich an sowas zerlegen? Also was kommt dann am Ende an Stundenlohn sozusagen raus? Die Diskussion habe ich mit meinen Arbeitskollegen auch immer, die immer sagen, so ein Schwachsinn, hör auf damit, dein Stundenlohn ist doch viel höher. Da muss ich aber auch, entgegne ich eigentlich immer, Pfandflaschen bringt ihr doch auch weg, oder? Wenn ihr euren Stundenlohn dagegen rechnet, bringt das doch eigentlich auch nichts. Dann könnt ihr auch gleich in den Müll schmeißen. Ich mache das meistens, dass ich irgendwo, was weiß ich, wenn ich jetzt in der Firma zum Beispiel beim Zerlegen bin, das ist meistens neben der Arbeitszeit. Irgendwo, man hört einen Vortrag oder sowas, man lässt sich vom Kunden irgendwas erzählen oder wie auch immer, ne? Angebot oder sonst irgendwas. Man hat irgendwo das Ding, wo man dann sagt, okay,
ich höre die Schulungen oder sonst irgendwas und zerlege dabei eine Festplatte. Das ist eigentlich immer so nicht wirklich Arbeitszeit in dem Sinne, sondern ja, nebenbei Beschäftigung. Und manchmal, genau, Stressabbau, braucht man doch einfach mal irgendwas, wo man dann mal ein bisschen drauf rumkloppen kann. Festplattenmotoren zum Beispiel aus den Gehäusen rausholen, einfache Methode, da habe ich auch erstmal ein bisschen nachgesucht. Ich habe auf einer ADF-Einheit die Wellen rausgebaut. Die kann man wunderbar auf den Motor aufsetzen, ein paar Schläge mit dem Hammer drauf, ist der Motor draußen. Ist schon für Aggressionsabbau eine feine Sache. Dankeschön. Wir haben noch genügend Zeit. Es gibt noch zwei Fragen, wie ich sehe. Einen Moment. Vielleicht doch auf den Knopf. Vermutlich jetzt doch eher spaßeshalber. Hast du jemals schon mal die Zerlegeanleitung von der EAR zurückgegriffen, um ein Gerät auseinanderzubauen? Nein. Weil die Herstellenden sind ja verpflichtet, für jedes Gerät, was sie über die EAR, also über die WE-Plattform anmelden, auch eine Zerlegeanleitung mit beizugeben, damit dann die Wertstoffhöfe in der Lage sind, kompetent die Geräte sortenrein zu zerlegen. Und wir haben immer so das Gefühl, dass wir diese Anleitung für niemanden machen, außer für die EAR-Webseite. Das vermute ich auch. Also. Gut. Dankeschön. Moment. Hallo, das ist okay. Genau. Wir haben im Space so ein bisschen das Problem, dass wir gern, also wir haben so alte Elektronik und wir sammeln die gern, weil wir denken, boah, cool, wir haben hier Motoren, da kann man irgendwie noch lustige Roboter draus bauen und so, und dann sammeln sich so Kisten von Schrott, wo man vielleicht eventuell irgendwann später mal was draus bauen kann. Das heißt, wir bauen vielleicht irgendwelche Sachen nicht komplett auseinander, wir trennen die Materialien nicht, weil wir denken, okay, wir wollen es nicht kaputt machen, wir wollen später noch irgendwie damit rumbasteln, aber es passiert halt nichts damit, weil keiner Bock drauf hat oder sich die Zeit nicht findet. Und wie handhabst du das denn in deinem Alltag? Also wie entscheidest du, das lasse ich jetzt so, weil später kann ich vielleicht noch was draus basteln, und das zerlege ich zu Schrott und bringe es zum Schrotthändler? Also, wie entscheidest du das? Ist immer wieder eine schwierige Entscheidung. Da hast du die Frage schon berechtigt. Ich sag mal, bei PCs habe ich mir so eine Kategorie gesetzt, was man noch verwenden kann und was nicht. Also sollte schon 64-Bit sein, alles darunter fliegt raus. Also bei PCs so 64-Bit-Prozessor-Generation und sowas, das kann man vielleicht noch verwenden, und den Zustand und ja, was sonst noch so drin ist, dran ist. Ich mache das ja häufig so, dass ich Notebooks oder sowas eben repariere, entweder mit Schülern oder selbst alleine, und die dann eben fertig mache. Ne, was für Windows nicht mehr taugt, mit dem Linux drauf kann man dann eben für Flüchtlingskinder oder ähnliches fertig machen und verteilen. Wenn das dafür noch taugt, wird es nicht entsorgt. Wenn das selbst da nichts mehr ist, wenn man da auch keinem mehr einen Gefallen tun kann, dann wird es entsorgt. Oder eben, wenn ich erst mit den Schülern dabei bin, das zu reparieren, und dann sehe, der Zeitaufwand, der Materialaufwand ist zu groß, um das Ding wieder zum Laufen zu bringen, dann kommt es in die Entsorgung. Bei Motoren und sowas ist natürlich die Sache, also beim Hackspace, was war in Stuttgart, glaube ich, hatte ich das gesehen, da sind die ja umgezogen von einem Hackspace in den anderen. Da ist natürlich auch bei so einem Umzug fliegt natürlich auch eine Menge Müll weg. Okay, danke. Danke. Gibt es noch eine Frage jetzt hier im Raum? Zeit wäre noch, aber es sind so schon im wahrsten Sinne des Wortes wahnsinnig wertvolle Detailinformationen. Vielen, vielen, vielen Dank dafür, Olaf. Einen großen Applaus, das haben wir übersprungen bisher.